Ja, im Rastvogelmonitoring geht es um die regelmäßige Erfassung der Vogelbestände hier im Wattenmeer. Wir zählen alle 15 Tage die Vögel fast an der gesamten Küste von Dänemark bis zur Elbmündung. Und bei solch einer Springtidenzählung laufen die Hochwasser am höchsten auf und dann sitzen die Vögel am dichtesten konzentriert auf den Vorlandsalzwiesen oder Sandbänken. Und dann kann man in der Hochwasserperiode etwa 2 bis 3 Stunden, wenn die Wattflächen überschwemmt sind, die Vögel am besten zählen. Und das ist also dann der Zeitpunkt, wo wir rausfahren und in bestimmten Zählabschnitten dann die Vögel alle systematisch zählen, erfassen und dann über die Jahre auch gut vergleichen können. Ja, im Wattenmeer rasten jährlich 10 bis 12 Millionen Zugvögel. Deswegen ist das eben ein super wichtiger Rastplatz für die auf ihrer Reise von Überwinterungs- zu Brutgebiet und wieder zurück. Zum Zählen benutzen wir solche Zähluhren. Das sind eben so kleine Klicker aus Metall. Und da kann man dann bei kleineren Schwärmen für jeden einzelnen Vogel einmal draufklicken. Und bei größeren Schwärmen zählen wir dann in 10er-Schritten oder sogar in 100er-Schritten. Genau, da kann man eigentlich ganz gut den Überblick behalten. Ja, so eine Sandzählung ist einerseits natürlich anstrengend, vor allem körperlich, und eben auch das Zählen ist einfach anstrengend, wenn es so viele sind und ja, man das ja auch vernünftig machen will. Aber es ist auch einfach ein super, super schönes Erlebnis, also zwischen diesen riesigen Vogelmassen zu stehen und in dieser großen Weite und Einsamkeit irgendwie, das ist schon ganz toll.